Radiant Team Ban. So, willkommen zurück zu ESL Think Fast Razor League Playoffs zwischen Northern Lions und GoGoG im Halbfinale. Game 2, Northern Lions mit dem ersten Spiel gewonnen. Und wir werden mal schauen, wie das zweite Spiel läuft. Ha! Generisches Intro ist generisch. Ne? Ja, Razor Standardbahn. Rumors. Wir brauchen nichts sagen. Das ist so lame. Ja, irgendwie die Professional Casters machen es einfach so, dass sie einfach erst den ersten. Nach den ersten zwei Picks oder so einfach reinkommen. Ja, einfach so. Bah, machen zwar vorhin noch ein bisschen Werbung. Ist wichtiger. No one cares. Ja, wir sollten einfach mal random Werbung machen. Das war eigentlich eine gute Idee. Ja, lass uns mal Werbung ausdenken. Genau. Brought to you by Freitagssonne. Best Initiative in TU Berlin. Wait. Join Freitagssonne. We have the best Mate. Wir können ja hier für den BVG-Grabber Werbung machen oder so. Was prüfst du am Projekt? Der BVG-Grabber wird ja fast 1000 Mal im Monat gedownloadet. Das ist Grabber an sich. Es gibt 1000 Gruppen in Berlin, die das brauchen. Naja, aber anscheinend benutzen das einfach 1000 Leute, weil sie es mal ausprobieren wollen. Oder irgendjemand hat so eine Fail-Konfiguration, dass er halt fürs Rebooten erstmal neu klont. Keine Ahnung, 1000 sieht irgendwie so viel aus. Naja. Gut. Northern Lions, Slark Ogre, seriously? Sind die jetzt ernsthaft? Die wollen, glaub ich, jetzt die Gegner. Ja, sind die jetzt ernsthaft im Halbfinale von der ESL-Liga im Trollmode und sagen sich, wir strecken euch die Nase raus und sagen, zeigen mal, wie wir es können. Seriously? Oh Mann. Was für Leute. Was für Leute. Aber Elsie und Tidehunter, mal was anderes. Auch cool. Slark Ogre. Mann. Manchmal hast du so Lineups, wo du denkst, komm, seriously. Also ernsthaft, wenn ihr das aus diesem Interesse macht, dann könnt ihr auch dafür auf die Nase fliegen. Ja, definitiv. Also. Aber ich finde es interessant, dass es immer noch Teams gibt, die sowas ab und zu mal machen. Ja, also ich habe die Gruppenphase, die 4 Gruppenphasen durchgemacht und es ist halt so ein, okay, wir sind ein Team, wir haben die letzte Gruppenphase gewonnen, wir spielen gegen ein Team, was die letzte Gruppenphase einen Kill gemacht hatte, so ein, es ist, ja, okay, lass mal irgendein Scheiß spielen. Und dann auch in der Gruppenphase halt so, okay, wir sind vorne, wir haben eh schon gewonnen, best of two, okay, lass mal, wie das letzte Game, das waren, weiß nicht, Genuine hatten irgendwie best of two und hatten dann gesehen, okay, die Gegner sind halt nicht so, das sind die letzten irgendwie, wir sind im ersten Platz. Haben sie angefangen mit Terrorblade, Timbersaw, nicht Meepo, aber halt so Tinker, Terrorblade, Timbersaw, doch irgendwie ein Enigma und keine Ahnung, so vollkommener Crap. Und haben damit natürlich gewonnen, weil sie halt spielerisch viel mehr waren. Ja gut, es sind ja auch keine schlechten Helden, die sie da gepickt haben. Sie haben halt wahrscheinlich nur kein Team gepickt. Ja, nee, kein Team gepickt und halt auch Helden, die also für sich genommen hätte. Also es war ein Pub-Line-Up. Ich glaube, sie hat noch Ex dabei oder so. Keine Putke, aber ja. Ja, Northern Lions nehmen wieder den Signature Jakiro Offlane. Der hat im letzten Game ja die Offlane ziemlich zerstört. Ist mal interessant, ob es diesmal auch macht. Jakiro Offlane, easy, Level 4, erstmal die Supports down gebürstet. Also so schnell bursten, wie Jakiro eben bursten kann. Aber es war schon einiges an DPS, weil das Jakiro draus hatte. Aber mit, ja, hat mit noch einen Blue Master. Commander Witch Doctor, press the attack und im Heal sollte man eigentlich ganz gut gegen den Jakiro stehen können. Ja, auch Witch Doctor ist da sehr gut gegen. Wird jetzt auf jeden Fall Teamfight ausgelastet. Ravage Witch Doctor Ulti, ja. Hey, Legion Commander, Witch Doctor ist immer eine sehr gute Kombo. Ja, kann man schnell einen Downbursten zum Damage bekommen. Ja, den Rubik mag ich auch am allermeisten in diesen. Ja, Ravage Steals. Hier Duel Clown. Ja, Duel ist also auch immer gut, aber es ist, keine Ahnung, es kann nach hinten losgehen. Ravage Clown ist vielleicht geiler. Es ist auch sehr lustig, LD hatte mal die Frage gestellt, so, was passiert eigentlich, wenn Legion Commander jemand duelt und währenddessen geduelt wird? Wen greift Legion Commander an? Oh nein. Stimmt.
Es gab immer diesen einen, was war das? Nicht Fates of the Week oder Plays? Ich weiß nicht, nee, Fates of the Week war das nicht. Es war entweder Dota WTF oder so. Und also so, Disruptor macht halt sein Kinetic Field und wird in dem Moment geduelt und die beiden stehen sich halt gegenüber also Legion Commander läuft halt die ganze Zeit diesen Kinetic Field rein und wird die ganze Zeit vom Disruptor einfach nur angegriffen. Ist halt so, Scheiße. Replace of the Week oder so. Ja, Wraith King ist aber, ja. Keine Ahnung, in diesem Game ist es. Meistens wird Wraith King gepickt und ich sage, das ist ziemlich geil, weil der Gegner burstet und Wraith King steht danach wieder auf. Dieses Mal ist es tatsächlich nicht so und vielleicht ist es auch wieder ein Support Wraith King. Mal gespannt. Northern Lions noch irgendwas für die Mitte? Also kann ich mir bei Ogoki sehr gut vorstellen. Also kann ein Carry, kann ein Support sein. Bis jetzt sieht es für mich sehr nach Support aus. Wobei man kann den Legion Commander natürlich immer in die Mitte stellen, wenn man möchte. Ja, es kommt ja darauf an, was Northern Lions in der Mitte picken. Aber ich glaube, gedacht ist er momentan als Support. Ja. Ist auch eigentlich eine sehr starke Combo, Witch Doctor, Wraith King. Mit guten Stunts, viel Damage. Oh, TA. TA ist hier ziemlich cool. Haben halt nichts mit Damage over Time so richtig. Außer Wraith King, Fire Blast. Ich muss mal gerade gucken beim Teamspeak. Weil irgendwie ist es halt so, dass du quasi, wenn ich rede und du dann redest, dann wirst du leiser und wirst du langsam lauter. Es kann halt gut sein, dass ich halt irgendwie so eine Suppression drin habe. Wenn ich selber rede, wird der Rest leiser oder so. Das hatte ja eigentlich im Mikrofon. Ein Default. Es gibt so also die Default-Einstellung von Windows, dass das halt irgendwie leiser wird. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Mal schauen. Anders. Nee, okay. Eben schon das Sound Communication gibt es halt so ein. Mit Windows Kommunikationsaktivitäten erkennt. Ja, das hat irgendwie alles anderes stumm schalten, aber ich hab's schon ausgemacht. Das war nur Zufall. Alles klar. Ja, dann sind wir mal gespannt hier auf den letzten Pick. Ich glaube, es wird ein Carry. Ja, vielleicht irgendwas mit DOT. Dass sie irgendwie mit der TA klarkommen. Aber andererseits Witch Doctor Ulti irgendwann. Also, es blockt halt relativ viel Damage, aber irgendwann ist es halt auch durch. Außer mit Legion Commander, mit den Dual Attacks, hat sie auch trotzdem mehr. Okay, erstmal ein Konto ausgepackt. Na gut. Support Wraith gegen Venomance in Mitte. Ja, okay. Also, was picken wir? Na gut, dann. Also, gut gemacht von Northern Lions, dass sie quasi diesen Venomancer-Pick geforst haben. Einfach nur, damit sie irgendwas haben. Aber... Ich weiß nicht, passt Venomancer hier rein? Geht so, oder? Ja, wenn Wraith King später Carry geht, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also, Teamfight ist Venomancer immer gut. Ultimate ist einfach unglaublich stark. Man kann halt nicht lange im Bett stehen. Und bis jetzt sieht es auch eher so aus, als ob Northern Lions eher auf längere Teamfights aus ist. Ja. Und nicht auf den wir bursten dich jetzt schnell down und dann. Geht's weiter. Ja, wäre auch vielleicht sogar ein Agas Rubik Game. Einfach wegen dem 5 Sekunden Cooldown. Das Ravage, das Poison Nova, dann hast du so irgendwann das Ulti und könnte jetzt schon was sein. Aber ich glaube, für ein Agas auf Rubik ist das vielleicht ein bisschen. Das kann auch ein bisschen dauern. Na gut. Ich mag auch einfach Rubik, weil er so unglaublich stark ist. Wenn die Leute ihn richtig spielen in den Teamfights, die richtigen Skills holen, er dreht alle Teamfights. Es ist einfach ja, Spaß, ist halt, Rubik. Das ist halt so ein Ding. So, du hast halt mal Aktionen, die du hypen kannst. Das ist halt ähnlich so ein Black Hole Ravage Ding, wo du halt, das macht halt Spaß, weil wenn es halt richtig sitzt, dann richtig sitzt es richtig. Und genauso wie ein super Black Hole, kannst du halt auch mal einen Rubik, der halt irgendwie alles stealt. Halt, macht halt super Spaß, so zu gucken. Tjo, ja. Also Northern Lions haben wohl eine Standard Tri-Lane mit Slark, der Signature Sixnet Jakiro, den ich schon zweimal abgehen gesehen habe. Das ist so einmal abgehen gesehen. Mal gespannt drauf, ob der genauso abgeht wie beim letzten Mal. Ich meine,
Witch Doctor Wraith King kann durchaus gut sein. Besonders ein Wraith King kommt halt nicht an ihn ran, ne? Also Wraith King kann halt nichts gegen den Jakiro machen. Und Witch Doctor. Ja, Witch Doctor halt schon. Aber. Damage of a Time ist halt vorhanden. Und ja. In der Mitte Templar Assassin, die ein bisschen mit dem Kurier rumspielt. Das ist geil. Du hast die zwei Hörner zu Beginn des Spiels sind ja unterschiedlich von Daya und Radiant. Und wenn die beiden Hörner sind, die hören sich halt bei Daya anders an als bei Radiant. Kannst du zwischen den beiden Engines hin und her springen und dann hast du so Soundverzerrungen. Burbe, burbe, burbe. Sehr gut, gefällt mir. Ja. Ja, wie du mit so Mitte, Titan, naja, das ist alles Standard, alles Standard, alles Standard. Ah, Standard Item, Standard Position, alles Standard. Alles Standard. Ja. Jo. Rubik stellt sich erstmal hin. You shall not pass. Ja. This line. Direkt zum Stacken. Ne? Mhm. Oh. Ja, zum Stacken kommt er nicht rechtzeitig. Muss er die Rune securen. Er ja, versucht's noch. Oh, das könnte sogar noch passen, ja. Seriously? Okay, das geht aber nur bei diesen Dingern. Hier gemacht bei 56? Alter. Okay. Ich fühle mich, berichtigt. Also, Tidehunter erwartet nicht, dass er viel, viel Farben auf der Lane bekommt. Fängt direkt an. Ja, okay. Das ist mein Dual Breath of the Creeps. Ja. Hä? Counter-Ward. Ja, gut. You shall not stack anymore. Thump. Ja. Woher auch immer sie das gesehen hat. Achso, doch, sie haben ja hier durch den Ward, glaube ich, gesehen, dass er hier unten hergegangen ist, ne? So, mal schauen. Ogre Magi kommt mir jetzt ein bisschen auf den Kopf hauen. Ne. Seriously, wie Vision halt auch genau im richtigen Moment hier hochkommt, um die Creeps abzuziehen, damit die ersten Creeps hier hingehen kann. Und die zweiten Creeps halt hier hochgehen können. Also, pff, okay. Well played. Und Jakiro ist mal noch Level 1, okay. Funktioniert gerade nicht so gut. Ja, Jakiro wird sehr gut rausgehalten hier vom Witch Doctor, also. Der aber nur, wenn er Level 1 ist. Ja, wenn er halt jetzt hier Level 2 wird, dann ist es, ändert sich halt komplett alles, weil Liquid Fire halt einfach mal. Und Jakiro wirklich ermöglicht halt, One-on-One zu gehen. Hat es hier Level 2 bekommen? Ah, ne, war außer Reichweite. Bitte. Witch Doctor ist aber jetzt schon Level 2. Ja, aber Jakiro scheint hier auch sehr zu leiden. Ja. Ja, Tata wird angegangen, aber es reicht nicht. Oh doch, Lift ist dann da. Level 2 ist da und First Blood oben. Ingman holt sich den Kill. Ja, schön halt auch mit der Leech getroffen und ausgehalten, bis der Rest dann da war. Nichts zu machen. Mitte scheint relativ ausgewogen zu laufen. Ja, hier kann halt irgendwie besser schon Last hitten, ist aber halt immer ein bisschen low. Die Wall. Sorgt halt auch schon für Last Hits. Mark scheint relativ schlecht hier zu lasten. Stimmt, 14-7. Hat wesentlich mehr Last Hits. Das kann eigentlich im Titan liegen. Aber vielleicht spielt irgendwann ihn ja, nicht so oft. Nicht. Also, Slug ist halt eigentlich kein Held, den man so oft spielt, ne? Hab ich so im Kopf. Euch. Abs wird er schon sehr gerne gespielt. Ist auch ein sehr starker Held eigentlich. Ja, ich glaube nicht, dass Northern Lions ein Team sind, was so oft Pubs spielt. Also so Pubs. Das mag sein, ja. Auch interessant halt, Sixnet geht auf zweiten Punkt Dual Breath. Macht halt mehr Damage, ja, aber... Naked Fire. Hatte ich jetzt eigentlich so eher erwartet. Oh, naja. Ja, der Slow wird halt besser. Ja. Aber der Slow ist halt eigentlich nicht das, was er braucht, besonders wenn er jetzt hier eventuell down geht, na... Wird gedived. Ja, sollte down gehen. Ja. Ups. Oh nein, er hat seinen abgebrochen. Aber jetzt ist er down und jetzt wird er tatsächlich noch einfach
seine Insolenz bezahlen, dass er dazu greedy war. Ey, er wollte einfach den Last-Hit nicht nehmen. Hier? Hätte er einfach. Ja, hier, ja, ja, der Ranking ja. Hätte direkt hier den Last-Hit nehmen müssen. Ja, das stimmt. Das Problem, also das, was mich überrascht hat, ist halt Shakira, dass das tatsächlich Dual Breath gemacht hat und nicht ein Liquid Fire, um halt 50%, also 20%, 20 Attack Slow. Hätte da durchaus eventuell noch mehr Leben gehabt. Also ich dachte, die Priorisierung wäre da andersrum. Ja, Mitte? Ja, Mitte, Phantom XP geht genau zur falschen Seite hoch. Ups, und wird er dann gebracht. Ja, schön, ja, klar, von den Leuten eben. Oh, jetzt langsam sieht man Liquid Fire working hier auf dem Legion Commander. Ja, ja, ist halt sehr weit vorne. Er hofft halt darauf, dass er ziemlich schnell Level 6 bekommt. Und dann halt den Damage raushaut, aber... Was? Ja, Damage sind nicht vorhanden, ja, weil Press the Attack noch nicht durchgeht, aber... Ignite ist da, Liquid Fire ist da, Jukes jetzt noch ein bisschen. Blue Breath und Butz, down. Aber Legion Jakiro könnte hier noch... Muss schnell TP'en, ja. Alles dann könnte noch rauskommen? Nee, nee, nee. Ich hab gedacht, das ist, der wird genau das in der Hälfte wird rauskommen, aber... Ja. War auch knapp, prinzipiell ist er hier nochmal hier hingegangen. Hätte auch quasi hier das machen können. Das ist schön, endlich in den Playoffs quasi Halbfinale hier. Und endlich kann man mal so sagen wie, ja, dieser Zentimeter, also den hätte er noch anders machen können. Also. Und nicht so, oh, und X feedet schon wieder, oh, Y versteht seinen Helden nicht. Das ist so in der Group Stage und in den Playoffs, in den Qualifiers halt die ganze Zeit so. Hast du so ein Team, was gut ist, und dann hast du halt so, ah, okay, scheiße, sie feeden. Oh nein, das musst du jetzt nicht machen. Und jetzt hier kann man endlich mal wieder auf sinnvolle Details achten. Die sind natürlich mehr Spaß, das. Ja. Oh, es ist bitter. Rubik wurde tatsächlich von der Cast so weit zurückhalten, dass er nicht den zurückwerfen konnte. Und jetzt sterben sie alle am Veno-Ulti. Außer, dass sie denied werden. Ah ja, immer in den Rubik noch denied. Ja. Schöner Turn. Aber es war halt eine richtig schöne Cast, die bei uns ist. Sonst hätte Rubik halt relativ einfach den Witchdoktor zurückgeworfen und dann wäre er wahrscheinlich auch tot gewesen. Aber Tower wird gepressured. Ich weiß nicht, ob sie das steffen wollen. Würde ich jetzt eher nicht erwarten. Ja. Und der berühmte Midas Slug. Ich weiß nicht, ob Slug hier die richtige Idee war. Aber ich glaube, das ist ja doch einfach nur ein... Das war ein Dreifig. Ja, das war ein Dreifig. Er passt halt irgendwie gerade absolut nicht so da rein. Ein Teamfight-Line-Up und dann haben wir so einen Slug da. Der geht dementsprechend wahrscheinlich auch auf Midas, einfach nur weil... Die Pieces nach unten, okay. Ah, der Blessed Sim ist vielleicht da ein bisschen umsonst, na doch. Nee. Ist da vielleicht umsonst, aber sie wollen die SC haben. Und kriegen sie tatsächlich auch. Holy, holy moly. Aber dafür stirbt hier noch der Schlag. Oh nein, er schafft es tatsächlich da wegzukommen. Oh man. Tatsächlich da noch den Tower jetzt bekommen. Ja, das war knapp mit dem Slug. Zu spät die Aggro auf die Creeps gezogen. Dass da noch die zwei Tower-Attacks rauskamen. Wie kannst du nochmal Tower-Aggro ziehen als Held von außerhalb? Du kannst halt auch das Tower-Aggro selber ziehen. Indem du deine eigenen Creeps angreifst. Ja, nein, also als eigener Held. Aber du kannst halt, wenn der Tower jemanden attackiert, kannst du halt auch als Support quasi den Tower aggroen. Und das haben wir nicht ganz herausgefunden. Warum feedet Evasion Looter gerade? Ah, schön. Der erste ja, Damage für Legion Commander. Es war ein Feed. Er ist nach vorne gelaufen und zurück. Also entweder hat nee, ernsthaft. Hat er einen Bug oder was? Das Team ist zurückgelaufen und er ist halt irgendwie zur Seite weg und dann zurück. Und er hatte einen Stun und hat ihn nicht benutzt, so ungefähr. War halt irgendwie so. Ja. Irgendwie oh nein, Venomancer hat eine Invasion gefunden und. Aber das ist da. So, seriously. Venomancer wird gecatcht und Slug findet noch einen Tidehunter.
Im Dschungel. Ja, die zwei Kills waren bitter. Und jetzt können sie auf Bottom leffen. Ja, Witch Doctor war jetzt auch Level 6, also es wird gefährlich. Oh, und du bist wieder ready. Jetzt wird das sehen. Left, aber kein Level 6. Oh, da hätte man Duelist sehen können, da hätte man sogar eine Death Ward stehlen können. Sehr schade für den Rubik, dass er da irgendwie noch 200 XP fehlen. Oh. Evasion ist jetzt da, mal schauen, ein Core. Ein bisschen langsam in der Reaktion mit der Death Ward. Ich glaube, sie hätten da den Damage bekommen können. Ah, okay. Ja, sie waren halt nicht sicher, ob sie es brauchen, aber Jakiro ist halt relativ tanky. Ja. Ich weiß nicht, hat er seinen Oils schon? Nee. Wie, gar kein Oils, ist krass. Er hatte eine sehr schwere Lane, also er hat sehr wenig Farm. Ja gut, 14 Last Hits, ne? 14 Last Hits. Oh. Hm. Gut, mehr als der Tidehunter. Ja gut, klar. Tidehunter hatte echt schwere Zeit. Aber Jakiro kann sich halt gegen Harassment wehren. Weil er es halt zurückwirft. Bei Tidehunter sieht das ein bisschen anders aus. Die könnten nur hinlaufen, also gegen Melee Harassment ist Tidehunter ziemlich cool, aber Jakiro halt noch besser. Aber ja. Mehr Fight als letzte Mal. Trotzdem aber nicht so viel los hier, ne? Außer ein Slark, der gefunden wird. Jetzt vielleicht langsam leapen sollte. Weil geduld werden sollte der vielleicht nicht. Wing. Den neuen Runen-Sounds. Level 6 gefunden. Ja, die finde ich irgendwie sehr irritierend. Das hört sich so nach Whispern. Das stimmt. Ah, muss ich glaube ich nur einfach dran gewöhnen. Immerhin hat man wenigstens was, um es zu unterscheiden. Ja, ich weiß nicht, ich fand den alten Sound besser. Aber das ist halt persönlich. Ne, der alte Sound ist halt die Bounty-Rune jetzt. So neutrale Rune quasi. Die kommen zurück, finden jetzt den Jakiro und wird geduld. Oh, genau. Ja. Aber ja. Mit dem Attack Slow reicht es. Mit dem Attack Slow reicht es tatsächlich, um hier den Damage zu holen. Aber Slug kriegt dafür Venomancer. Boah, für den Core. Ja, das einzige Problem, also das große Problem mit Jakiro ist halt tatsächlich der Turnspeed. Wenn er hier mehr Turnspeed gehabt hätte, dann wäre zum einen weiter weggekommen, zum anderen hätte auch ein Liquidfire noch auf einen Wraith King rausgekommen und ihn damit in der Ulti auf Cooldown gesetzt. Aber ja. Sonst haben wir jetzt einen Rubik mit einem Stun. Hm. Jetzt fängt Rubik an, kurz cool zu sein, aber das Problem ist natürlich kein Mana. Hat jetzt aber auch Mana Boots, die sich demnächst holen kann. Nach dem Tower. Oh, und Deny sogar. Und vielleicht finden sie die SC, ich glaube schon. Nowhere to go. Mit dem ganzen Burst noch keine Chance, den Blinkdigger zu benutzen. Und down. Aha, 11 zu 8, wichtige Kills für Northern Lions. Die Frage auch besonders im Late Game, wenn halt der Teamfight so langsam anfängt. Mit halt dann halt mit Ravage ist halt jetzt Level 6 geworden mit dem Ancient Stack. Dann ist halt so die Frage, wie es dann halt wirklich aussieht. Wenn wirklich Death Ward, Poison Nova und Ravage drin sitzen. Oh, Venomancer, beide sind geslowed, beide laufen sich wie so eine Schildkröte hinterher. Aber viel weiter wollen sie hier nicht. Und ja. Poison Nova ist da, könnte gesteed werden hier. Könnte ges. Er schafft es nicht. Aber Rubik war zu weit vorne da. Er wollte unbedingt irgendwelche Ulti stealen. Haben sich zwei Kills abgegeben, bitte. Das war unnötig. Highground. Gegen Highground dort zu kämpfen war nicht nötig. Ja. Das war halt auch teilweise halt da einfach der Rubik. Nicht der Slug schuld, dass er seine Leash nicht getroffen hat. Ein bisschen auf Target. Sonst käme er halt nicht Highground. Dann hätte er Poison auf unten gemacht. Rubik hätte es gesteelt, hätte es geturnt. Wäre vielleicht ähnlich gelaufen, aber Rubik hätte noch einen Ulti ziehen können. Und das ist ja das, was wir gerade sehen wollen. Ja, wow. Was ist das für ein... Kannst du bitte... Ja, das Duel stealen, danke. Und Duel. Vielleicht ein bisschen früh.
Aber immerhin, bis dann. Und Legion Commander Kill. Schönes Dual-Turn. Aber halt auch ein bisschen eine Trap von der Alliance, muss man sagen. Bisschen getrappt. Dass er dann auch noch den Leap wegbekommen hat, dass er nicht direkt im Duel stand. Ja, genau, weil halt der Unterschied zwischen hier, gut positioned, und hier unterm Tower in allen Leuten drin ist. So, ah, crap. Ja, gut. Kann man halt nichts machen. Ja, okay, diese. Also, besonders bei der Double Damage Rune ist der Sound halt einfach mal unnötig. Also, es war jetzt einfach ein Wisp, der sich gefreut hat, und das Double Damage Rune ist halt so, hä? Wenn sie halt wenigstens irgendwie so ein bisschen Bass oder irgendwas Starkes so eine Double Damage Rune bekommen hätten. Ah, und wieder kommt weg. Double Damage Rune. Aber, Double Damage Rune und Turn. Ach du Scheiße. Kommt aber nicht weg, weil er dem Gale nicht entkommen konnte, ja. Ja, was kriegt er hier noch? Oh, Death Wards. Best Steal für Rubik. Ist noch, sogar viel besser als irgendwie Poison Nova zu stealen, glaube ich. Die sind so stark, die Death Wards. Sonst, weil der Push halt jetzt vorbei ist. Death Wards, ja. Ah, währenddessen läuft hier unten Rush an. Stimmt, ja. Langheimlich. Ja, Dot und den Hex laufen 50, ne? Ist halt dann. Ist immer sehr schön, den Wardfight zu sehen. Schade, dass man bei Roshan nicht den Attack Speed sehen kann. Also, da hast du keine Werte. Du hast halt keinen Attack Speed. Und keine Attack Range. Sondern halt nur. Sonst könntest du halt gucken, wie viel Attack Speed er hat und wie viel Attack Speed er nach dem Liquid Fire von minus 50 hat. Aber naja. Jetzt, Jakiro hat jetzt auch sein Core-Item. Oils fertig. Aus dem letzten Game kenne ich, dass er nach dem Blink gehen wird. Ja, das ist irgendwie so der Bild, den Universe bevorzugt. Und ich glaube, Universe hat diesen Helden gemastert. Diesmal. Ja, er braucht auch unbedingt einen Blink gegen den Legion. Kann halt auch einfach, wenn er sieht, dass sie kommt, wegblinken. Andererseits gegen Venomancer, gut, ist ein Blinks nicht so effektiv, aber... Ja, trotzdem mit dem Dot ist natürlich immer schlecht, aber... Es ist halt genauso, Blink gegen Jakiro ist halt... Jakiro hat auch ziemlich gut. Stimmt. Jakiro hat auch genug Dot. Ja, ja... Das ist der Bait, aber... Nimmt den Bait nicht. Mal schauen, ob sie ihn dazu bekommen, eine Illusion zu duelen. Ja, zu früh. Ah, Pressure Attack geklaut. Ja. Pressure Attack ist immer ein guter Stil. Ja, aber jetzt hätte er halt irgendwie einen Death Ward ziehen können. Ah, Ravage zu spät. Oh, schöner Eispark. 3, 2, 1. Ah. Trotzdem gar nicht so gut hier gerade für. Mal gucken, was er noch finden kann hier. Sollte vielleicht aufpassen, dass er nicht von den Death Wars umgebracht wird. Oh man. Triple Fail für den Slark. Und Leute, der wenn er einen Wraith King noch holt, aber jetzt, wo die ein bisschen gefangen ist. Hat dann das noch da, aber entscheidet sich wegzublinken. Buyback vom Venomancer, wir wollen unbedingt die TA hier finden. Ja, die finden sie doch. Ja, aber was sollen sie machen? Keine Action. Ups. Umbringen. Und jetzt ist die Ward da, okay. Aber jetzt ist auch Slug da, ne? Ja, Slug könnte hier jetzt aber auch sterben. Was ja, weil er keine Mana und kein. Ach, Cooler nicht da ist. Oh, come on, seriously. Mussten sie da so fighten? Oh, mussten sie da so feeden? Ja. Aber natürlich auch schön. Unnötig hier noch die Greed Kills zu holen. Ja. Eine Greed Kill war okay, dass aber Slug da reingefeedet hat, ein bisschen unnötig. Oh, und Ogre feedet jetzt auch einfach mal kurz rein. Leute. Es ist das zweite Mal, dass er Damage bekommt. Also. Ja, es ist super für Northern Alliance, aber. Teilweise gibt es dann doch ein bisschen Feed hier.
Warum? Warum tut der das, Rubik? Warum? Weil er den Pool unbedingt bauen möchte. Ja, aber, also, warum muss der hier runtergehen, anstatt hier zu bleiben? Muss denn gesehen werden und dafür getötet? Also, es ist halt Feed, was die da tun. Ja. Also klar, Carries feeden, um dann die Killingspriest zu holen, ist eine Strategie, aber irgendwie muss es eigentlich gerade nicht sein. Sonst auf den Grafen, die halt teilweise 5000 vorne waren nach dem Kill. Und dann haben sie halt ein paar Greed Kills gemacht und es ist halt wieder fast even. Krass. Sonst XP 7500 XP vorne und jetzt 5000 XP weniger. Diese ganzen Feeds. Oh Mann. Aber natürlich, wenn Ogoki die präsentiert bekommt, lass mich das zweimal sagen. Vielleicht würde ich jetzt noch ein bisschen. Ich nehme Skadi. Oh ja. Ich hoffe, es lag, dass Skadi fertig bekommt, dann wird er nochmal einen Moment haben, wo er mehr macht. Ja, gut, kann gut sein. Jetzt mit dem Blink ist halt so, er ist halt drin, er hält ein bisschen was aus. Aber gegen AOE, was sie halt ziemlich viel haben, ist auch so eine Sache. Das ist auch sehr interessant, die Situation, die sich hier gerade abgespielt hat. Also, Ogoki kann anscheinend sich nicht entscheiden, wen sie targeten sollen, die sind einfach beide so weggegangen. Ja. Und einer geht immer hin hinterher, der andere. Sie hatten beide Blink, also haben sie sowieso nicht hinterher. Also, ein Slug zu catchen mit Blink ist halt so ja, nee. Und die TA kann halt auch einfach Invis kurz werden. Ups. Aber der Casual Autopause. Casual Disconnect. Rage Quit. Zu viel gefeedet. Ja. Ich glaube, Venomenza will definitiv hier mitmachen. Denn das ist ein ziemlich toter Witch-Doktor. Die Frage ist nur, ob Rubik da noch was bekommt. Wenn die Kask richtig kommt, dann ist das nicht zu unterschätzen. Ja, Northern Lines, ja, nee, wir sind noch nicht ready. Lass mal kurz absprechen, was, okay. Was wir machen wollen. Ja, Eispark. Was war das? Okay, sie sagen wohl doch weg. Ja, wir wollen disengagen. War ja auch die richtige Idee. Gott. So, die zerreißt sie einfach gerade. Ja, zu spät. Schön gemacht von Ogoki, einfach durchgegangen. Wenn die Cores halt nicht da sind. Sie ja noch nicht fighten. Ja. Und sie haben halt auch den Fehler gemacht, dass. Also. Ogre hat's richtig gemacht, er ist einfach reingegangen, hat sich gefeedet, aber die anderen sind irgendwie stehen geblieben, anstatt zu gehen. Deswegen sind alle drei gestorben. Ah, das Movement. Also gut, Jack Hero ist halt super lahm. Ist halt schwierig, mit dem wegzukommen. Ah, das ist ein bisschen Damage auf dem T3 gemacht. Ein Slug sagt, nö, ich komme nicht zurück. Ein Plague Ball ist dann natürlich. Kann sein, dass der T3 echt fällt. Ja, sieht so aus, ne? Okay. TPs kommen jetzt von Slug. Kriegen immerhin die Legion Commander nicht down. Seriously. Damage. Ja, Slug muss buybacken hier, ja. Kriegen die SC jetzt down? Aber die Frage ist, wie viel sie für das Buyback halt noch verlieren. Du hast einen Wraith King, der kein Ulti hat. Das ist knapp. Ah, der Witch Doctor kriegt halt auch noch den letzten Kill hier. Ja, 4 zu 2 prinzipiell. Insgesamt sagen trotzdem gut für Northern Lions. Auch wenn sie Buybacken mussten. Sie haben ein bisschen sloppy gefightet, da Slark hätte nicht direkt sterben müssen. Aber. Sehr einfach reingebissen, haben den Tower dafür noch verloren. Deswegen ist es vielleicht doch irgendwie besser für Ogoki war. Ja, also von XP und Gold auf jeden Fall besser für Northern Lines. Ich habe 1000 Gold da rausgenommen. Aber. Ja, gut, okay. Das hat dann gut funktioniert. Und ja, keine bessere Möglichkeit für einen Blink da reinzubringen. Muss ich ihn halt auch einfach benutzen. Okay, vielleicht hören sie es auch so einfach. Best Attack, kann man immer gebrauchen. Das war auch irgendwie krass reingefiedelt gerade. Einfach. Ja, so ein bisschen schon. Batz, und jetzt finden wir einen Wraith King.
Er hat aber... Und... 2, 1... Jetzt, komm schon! Rubik, hallo, hier ist ein Death Ward! Oh, Leute. Was ist für ein Rubik? Mann! Ist genau gesehen, Icebath kam noch. Jetzt aber, komm, oh, hallo! Oh, hallo, yes. Hier ist ein... Seriously? Warum tut der das nicht? Er hat einen Poison Over da bekommen. Jetzt feeden sie da was, ey. Mann, Fresse. Ich gucke ein Rubik Game, um dass er die Skills zieht und nicht, dass er nichts tut und jetzt hier auch noch weiterhin nichts tut und jetzt da noch ein Duel hinläuft und jetzt geht er noch in Jakiro rein und feedet sich rein. Wenn er einen Blinkdagger hätte, einfach weggehen können. Dann kannst du nicht ernsthaft mit einem Jakiro Core hier reinkommen und den Rubik olzen, weil er nur vier Leute drumherum stehen und sich selber opfern muss. Ah, okay, noch von deinen Feeden. The throws are real. Tja, naja, vielleicht wollen sie es spannend machen und ein drittes Game machen oder sowas. Kann ja durchaus sein. Wer weiß, ja. Pff. Ich glaube, sie fühlen sich auch gerade nicht mehr so komfortabel. Haben aus dem Fight davor bei ihrer Base nicht das rausgenommen, was sie hätten rausnehmen sollen. Ja, irgendwie nicht, genau. Anstatt dann hier einfach umzudrehen, haben sie dann... Ja, selbst der Fight, also der Fight in der Mitte war halt gut, aber erstens hat Rubik gar nichts getan in diesem Fight. Und ja, okay, ich habe nur zugegeben, ich habe nur auf Rubik geguckt, weil er irgendwie 2 bis 3 große Ultis halt einfach nicht gestohlen hat, obwohl sein Stil auf Cooldown war. Das war halt so, ich mache nichts. Und dann hat Jakiro gefeedet. Dire's top tower is under attack. Na gut, 9 Lions kommen zu Fuß zu diesem Tower hin. Mal schauen, ob sie da rechtzeitig da sind. Aber es sieht so danach aus. Die Vision ist auf jeden Fall von Northern Lions da. Können halt hier einfach reingehen. Icepath. Off-Target, von daher gibt es nur den Witch Doctor. Das war nix. Ja, der ist hier, holt sich einfach den Tower hier, ne? Sollte vielleicht aber jetzt mal losgehen, den Tower zu holen. Würde aber sterben. Naja, sie hätte quasi hierhin gehen können, den Tower holen und dann halt wegblinken können wieder so. Das wäre halt so, wie ich es halt gemacht hätte. Das stimmt, ja. Also wenn sie jetzt halt reinblinkt, klar. Aber so gibt's einen Deny. Ein SC hat halt keinen... Doch, hat einen TP. Was macht sie da? Creep skippen? Wahrscheinlich. Oh Mann! Und jetzt sterben. Oh Mann, da läuft ja alles falsch, was man so haben kann. Rubik wussten sie, ja, okay. Ich wollte schon sagen, Rubik wussten sie, dass sie den Space ziehen können, weil sie haben gerade keinen, aber zu spät, okay. Hätte hier eine Ravage bekommen können. Na gut. Ah, Press the Attack ist auch ganz praktisch dafür. Ravage hat ins Nichts, hat nichts gebracht und jetzt wird Wraith King das erste und das zweite Mal sterben. Ja, TP drauf. Na doch, Rift ist da. Und ja. Rubik hat tatsächlich Press the Attack erhalten, okay? Also sonst dann, glaube ich, hätte ich hier sinnvoller befunden. Aber... Oh, ich glaube, Press the Attack ist definitiv einer der guten Skills, die ihr klauen kann. Ja, schon. Aber es ist halt ein Debuff... Also es ist ein Debuff prinzipiell, wo er einen Slug hätte retten kann, wenn er mal wirklich stunlocked ist. Aus der Hinsicht ist es jetzt nicht gut. Aber Mitte... Rubik geht hier... Oh, Press the Attack, ja... gut. Das ist einer der besseren... Das ist der einzige Skill, mit dem er... sich hier hätte retten können. Und ja, damit ist wieder mal da down. Und wird dann nochmal hochgeworfen. Easy. Ja, umdrehen. Nein, nicht töten. Boah, dieser Rubik braucht unbedingt irgendein Mobility-Item, damit er diese ganzen Spells stehlen kann, die ich ihm gerne stehlen lassen will. Ja, also da fehlt definitiv Four-Staff oder Blinkdagger auf dem Rubik. Ja, es hat nur 6, ist halt so. Ein Armer. Ja, nicht Wurf mal anmachen. Networth von 3,6. Ganz uns unten. Kein Wunder. Aber ja, Networth sagt halt so langsam eigentlich, wie es aussieht. So lag mit Skadi halt. Hat bald auch den Becher dann. Whoop. Ups. Okay. Skadi raus und schon fängt er an, einfach auf der Map rumzulaufen und random Picks zu holen. Wird auch der nächste Roshan direkt geholt.
Und Slug holt halt einfach so weiter. Diet hat halt irgendwie Creeps deft und dann. Ja. Keine Ahnung, stirbt. Alleine. Wollte ja, eigentlich nicht eine 108 Agility hatte. Ja. Du Scheiße, ach du Crap! Mit dem Becher sowieso. Ja, okay, es ist over. Oh Mann. Hat jetzt irgendwie 3 Kills genommen, während sein ganzes Team in Roshan ist. Immer so, was, du willst vor deinem Tower stehen, vor deinem T3? Nope. Was, du willst irgendwas tun? Batz. 100 plus 150 Agility. Na, jetzt muss er doch abhauen. Ja, Essence Shift ist halt strong. Oh, Batz. Plus 170. Easy Pounce. Nein, Pounce braucht er nicht. Oh, das ist ein einfacher Pounce. Pounce. Ach du Scheiße, plus 170. Batz. Okay. I think it's over. 18-4. Unten wird Casual halt auch der Tower genommen. Okay, ja. Also wenn Slug Agility hat, dann. Also irgendwie ist es auch immer so, sie ist genau nicht ausgelaufen, die Agility. Während er den ganzen Kills gesammelt hat. Das ist schon strong. Hat's gerade irgendwie mit den paar Kills nochmal 4.000-5.000 Net Worth zugelegt. So, ja. Ja, es ist halt ein easy Bisselblade, ne? Jetzt blinke Bissel. Und dann wieder rauspouncen. Kann sogar Pounce ein bisschen rausblinken, weil. Ja, GG. Und Rubik, nein, immer noch kein großes OT gesteelt. Sehr, sehr, sehr enttäuscht von Rubik. Mann. Naja, aber hat ja auch so funktioniert. Das ist auf einmal dieses, okay, Slug keep up auf einmal. Ja, das ist, Slug braucht halt irgendwie das Skadi und dann funktioniert das irgendwie. Ja, dann läuft das irgendwie durch. Das Lustige ist halt irgendwie, ich habe Slug halt auch, also keine Ahnung, ist halt reingegangen, hat sein Dingens angemacht, sein Shift-Essen, nein, sein hier Dark Pact und dann hat er gepounced und dann war das Dark Pact irgendwie noch so 2 Sekunden, eine Sekunde an und dann wurde er gestunt. Ich habe Slug irgendwie die ganze Zeit den Leuten halt immer nur gestunt gesehen. Und so, hä? Eigentlich bist du doch immer irgendwie enabled als Slug. Aber irgendwie hat er sich immer stunnen lassen, hat das irgendwie trotzdem funktioniert, aber. Er war immer irgendwie gestunt. Ja, schönes Spiel. Das war's dementsprechend leider schon für heute. Northern Lions sind im Finale und Ogorki sind im Spiel um Platz 3. Können wir schauen, ob hier sich was getan hat. Rice Gaming hat ins Halbfinale geschafft. Kämpft gerade gegen Genuine und der Gewinner des Ganzen wird dann ins Finale kommen. Der andere spielt um Platz 2. Genuine ist stark, Rice Gaming ist auch stark. Mal schauen, je nachdem wie lange die sind, machen wir hier noch einfach ein. Können wir uns ein Spiel von denen noch angucken. Aber ja, unsere Lions gewinnen gegen Ogorki 2-0. Ende ist I think fast Razor League Halbfinale. Ich war Sisterson, wenn es euch gefallen hat, subscribe, follow, bla, fu und bietet mich an oder sowas. Ansonsten sieht man sich im nächsten Spiel. Ne? Und ja. Ciao von mir und ciao von Stroke, oder? Einen schönen Abend noch nach Europa und einen schönen Tag nach Amerika. Und ich glaube, es ist Zeit für Dota, ne? Ja, oder Zeit für Genuine gegen Rice Gaming Platz 3, falls je nachdem, was wir bekommen. Mal schauen. Auf jeden Fall, bis dann. Okay.